Hallo und willkommen zu diesem Spiel, bei dem es leider in Strömen regnet. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und wir zeigen Ihnen heute das Viertelfinal-Hinspiel hier in diesem Wettbewerb. Hannover 96 gegen PAOK Saloniki. Hinspiel im Viertelfinale. Es kommt auch auf die Trainer an, auf die Strategie. Gerade im Hinspiel, wie geht man das an? Direkt Vollgas oder doch eher ein bisschen zurückhaltend? Ich bin gespannt. Und so gehen es die Hannoveraner an. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Hier ist die Aufstellung, so gehen die Gäste heute in die Partie. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Starker Zweikampf. City. Akrom. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt der Ballverlust. Klasse Pass. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, ob wir uns mal kurz erinnern. Da zieht er ab. Super Tor. In den Pfosten und dann rein. Der Ball berührt noch den Pfosten, aber geht dann rein. Und für einen Augenblick sah es wirklich so aus, als würde er wieder rausspringen. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Chance zur Flanke jetzt. Niemand kommt ran. Ja, könnte was werden. Ball an den langen Pfosten. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Gute Aktion, gut geklärt. City. Sieht gefährlich aus. Akpom! Kein Wunder, dass aus der Chance nichts geworden ist. Nee, Wolf, das stimmt. Bei dem Wetter ist es schwer möglich, vernünftig zu spielen. Sieht man hier ganz deutlich. City. Akpom. Kann er was draus machen? Jetzt vielleicht. Den hält er super. Ecke kommt in den 16er. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter.
Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Stark gemacht, das könnte was werden. Da zieht er ab. Das war die Chance. Aber der Torwart passt auf. Klasse gelöst. Der Ball kommt rein. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen sie aus. Super Flanke. Aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Was macht er draus? Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Akpom. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Zieler. Macht er gut. Super Pass. So, Spannung drin. In dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Den nimmt er direkt. Was für Tor. Tolle Aktion und auch super vorbereitet. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt könnte er flanken. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders. Vor allem für die gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Gefährlich. Fängt diesen Ball ab. Da kann er sich den Ball holen. Waldemar Anton. Da verlieren sie den Ball. Akpom. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, Zieler, ganz sicher. Es gibt 3 Minuten obendrauf. El Kadouri. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. 45 Minuten haben wir gesehen in diesem Viertelfinale. Und einen Favoriten können wir hier bislang noch nicht ausmachen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich heute auch kein Team entscheidend absetzen kann. Wichtig ist es, sich eine gute Position für das Rückspiel zu verschaffen. Jetzt rollt der Ball wieder, aber keine schönen Bedingungen. Es regnet nach wie vor. Es City. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Sieht gefährlich aus. Da ist die Hereingabe. Den Ball kann er klären. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter.
Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Sein Tor hat er gemacht, aber mit diesem Remis kann er alles in allem natürlich nicht zufrieden sein. Vielleicht die Konterchance. Na, ich glaube, den Ball holt sich der Keeper. Ja, schwacher Ball hier. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Weg ist der Ball. Ja, mit viel Übersicht. Klasse Pass. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Es City. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Da wäre Platz auf außen. Ball kommt rein. El Kadouri. Akpom. Omar El Kadouri. Ballverlust. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt ist es gefährlich. Und die Chance. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Was macht er draus? Und da ist der Ball wieder weg. Die Gäste werden wechseln. Sie verlieren den Ball. Der Pass zurück zum Keeper. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Haraguchi. Haraguchi! Sie sind heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Super Pass! Omar El Kadouri. Abstoß, Ball war draußen. Wir bekommen jetzt einen Wechsel. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was? Kann er was draus machen? Gute Aktion. Spielt den Ball. Der wird Kadouri. Mit dem Ball hat er gar keine Mühe. Oh ja, super den Einwurf erarbeitet. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch.
der City. Ein Tor wäre wichtig. Unentschieden also im Hinspiel. Das war's. Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Und die Frage ist ja, wem nützt das mehr? Ich glaube, ja, ist ja klar, beide hätten lieber den Sieg eingefahren. Aber es wird noch sehr spannend im Rückspiel. Im Moment haben beide eine gute Chance aufs Weiterkommen. Das war ein ausgeglichenes Spiel. Das war gut, was er heute angeboten hat. Er hat sein Tor gemacht, klar, aber es ist kein Sieg dabei rausgesprungen. Und so wird er nicht ganz zufrieden sein.